Vielen Dank erstmal für Ihre rege Teilnahme. Wir kümmern uns heute um die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Kapitalanlagen und zunächst mal im ersten Schritt um die Grundlagen. Mein Name ist Thomas Büttner. Ich werde Sie heute durch dieses Thema geleiten und vielleicht erst einen Blick auf die Agenda. Zunächst möchten wir starten mit einer kurzen Vorstellung unseres Unternehmens, der Compiricus. Danach möchten wir Sie grundsätzlich oder möchte ich Sie grundsätzlich mitnehmen in das Thema ESG. Wo stehen wir? Woher kommen wir hier überhaupt? Was ist ESG etc. pp. Das Kapitel 3 oder der Abschnitt 3 kümmert sich dann, was heißt denn das für Versicherungen und insbesondere, was heißt denn das für die Kapitalanlage? Und im letzten Abschnitt möchten wir Ihnen vorstellen, wie wir uns einen Umsetzungsansatz oder wie wir Sie hier unterstützen können als eben Partner im Bereich Finanzmanagement SAP. Vielleicht ein formaler Hinweis noch vorneweg. Also Sie können gerne Fragen stellen, bitte halten Sie sich hier nicht zurück. Allerdings nicht quasi mündlich, sondern ich würde Sie bitten dazu, das Fragenfenster Ihrer Go-To-Software zu verwenden. Tippen Sie einfach die Fragen kurz ein. Wir werden am Ende des Webinars noch ein paar Minuten Zeit haben, diese Fragen zu beantworten. Und wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, kommen wir sehr gerne im Nachgang nochmal auf Sie zu. Beginnen wir kurz mit der Vorstellung unseres Unternehmens, der Compiricus. Sie sehen hier einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer genau aufgepasst hat, Sie sehen mich hier auch in einem dieser Bilder. Keine Angst, unser Team ist größer. Wie Sie hier unten sehen, wir zählen heute 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf zwei Standorte, eben in Deutschland und in den USA. Uns gibt es nicht als Compiricus, aber darüber hinaus als Team bereits mehr als 20 Jahre und wir betreuen in diesem Umfeld, unter dem komme ich gleich, mehr als 50 Kunden. Deutlich mehr Facts and Figures, wie so schön heißt, hier auf dieser Seite, wie bereits erwähnt. Uns gibt es seit 2009 als Compiricus, früher AG, heute GmbH. Das Team, Teile des Teams sind noch etwas länger zusammen. Es handelt sich bei uns um eine Ausgründung aus einer anderen Unternehmensberatung. Das heißt, das Know-how, was Sie bei uns letztendlich finden, ja, liegt deutlich oder hat eine deutlich längere Historie als die Historie der Compiricus an sich. Ein einschneidendes Ereignis gab es zum Ende des letzten Jahres in unserer Firmenhistorie. Wir sind seit Ende 2021, genau gesagt November, Teil der X1F-Gruppe. Und sind hier mit den anderen Unternehmen, die Sie hier lesen können, also iCORE, Informationsfabrik, Matrix oder Adveco, insgesamt dann mit über 700 Beratern in unserem Markt unterwegs. Was ist unser Markt? Bei uns, also insgesamt bei X1F, dreht sich sehr vieles eben um Finanzdienstleistungen und Umsetzung in Systemen. Speziell bei uns, bei Compiricus, sind zwei Themen quasi führend. Zum einen das Thema Finanzmanagement in all seinen Ausprägungen und zum anderen das Thema SAP. Das heißt, die meisten unserer Projekte münden in eine Systemlösung mit den SAP-Modulen, die es eben im Umfeld Finanzmanagement hier gibt. Was heißt das oder welche Prozesse beraten wir hier in diesem Umfeld? Bei den Versicherungen ist es natürlich das Kapitalanlagemanagement, wie es der Name des Webinars schon verrät. Das haben wir ja quasi schon vorab verraten. Hier unterstützen wir den gesamten Kapitalanlagemanagementprozess mit Ausnahme, das sehen wir dann später auch noch auf einer Folie, der Asset Allocation. An der Stelle machen wir nichts, aber in dem Moment, in dem ein Versicherungsunternehmen eine Finanztransaktion abschließt, diese in ein System eingibt, mit der Bank das Geschäft abwickelt, abstimmt, über das Rechnungswesen bis hin zum Meldewesen, können wir Sie da an allen Punkten unterstützen. Auf der Industrieseite, Corporate Treasury, stellen sich etwas andere Fragen. Da sind wir eher im Bereich Risikomanagement unterwegs, Abschluss von Derivaten. Cash Management spielt hier eine etwas größere Rolle im Beratungsangebot, auch Liquiditätsmanagement. Alles Themen, die wir in einer ganzen Reihe von Dienstleistungen, aber auch eben mit Produkten abbilden, wie Sie hier auf der rechten Seite der Seite sehen. Wir stehen Ihnen hier nicht nur für kundenspezifische Entwicklung zur Verfügung, ja, im Rahmen von Projekten, im Rahmen von ganz spezifischen Anforderungen, sondern bieten auch ein breites Produktportfolio. Hier sei vor allem der Financial Adapter genannt, den ich denke, einige von Ihnen bereits einsetzen. Eine sehr, sehr breite Schnittstellenlösung, die es letzten Endes erlaubt,
Daten aus allen möglichen Systemen ins SAP TM zu bringen, aber auch ein etwas jüngeres Produkt, das sogenannte Process Cockpit, was es erlaubt, die Prozesse in Ihrem SAP-Umfeld zu automatisieren und zu monitoren. Die Partner, die Sie am unteren Rand der Folie sehen, geben sich damit quasi von alleine zum großen Teil. Ja, wir sind natürlich langjähriger Partner der SAP, nicht ganz so langjähriger Partner der SAP Pioneer, liegt in der Natur der Sache, aber auch arbeiten schon sehr lange mit Bloomberg zusammen und auch schon seit einigen Jahren mit FIS, ein Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen im Corporate Treasury-Bereich. Noch ein kurzer Überflug über ein paar unserer Dienstleistungen. Hier zunächst die zentrale Dienstleistung im Kapitalanlagemanagement, wir nennen es Financial Asset Management SAP. In den Modulen, die sich hinter SAP FAM verbergen, bieten wir letzten Endes ein konkretes oder ein vollständiges Beratungsangebot an, von der grundsätzlichen Neuanführung mit all den Themen, die damit verbunden sind, Konzeption, Vorbereitung, Einführung, Test, Begleitung, Hypercare etc. pp. Bis hin auch zu einer ständigen Wartung Ihrer entsprechenden Systeme oder auch zur Erweiterung, wenn es bei Ihnen im Haus darum geht, neue Produktarten einzuführen oder neue Rechnungslegungsstandards zu erfüllen. Hier stehen wir letzten Endes in allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die nächste Folie zeigt mehr auch als Platzhalter, dass wir uns eben auch im Meldewesen als das sehr versierten Partner verstehen. Und hier ist als Beispiel genannt das Tool zur Ableitung der Meldewesen-Stammdaten in SAP TM. Das bieten wir nicht nur für den deutschen Markt oder das deutsche Meldewesen an, sondern auch für das österreichische Meldewesen. Wir sind darüber hinaus, jetzt nicht mit diesem Tool, aber auch in anderen Bereichen, also für Italien und in den USA, quasi bevorzugter SAP-Partner für das Meldewesen. Das heißt, gerade von dem Hintergrund der, sag ich mal, auf uns oder auf uns alle zukommenden Meldeerfordernisse aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung, haben wir hier eben ein tiefes Wissen aus den Meldewesenanforderungen an sich heraus. Und als letzten Punkt, den ich hier in der kurzen Vorstellung nennen wollte, ist, wir bieten auch natürlich, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, im Rahmen unserer doch umfangreichen Entwicklungsexpertise an, Ihre Softwarelandschaft mit kundenindividuellen Entwicklungen zu ergänzen. Auch das begleiten wir letzten Endes von, also ähnlich wie in Einführung eines Financial Asset Management Moduls von SAP, von Beginn bis zum Ende. Sprich, letzten Endes von der Aufnahme Ihrer Anforderungen über die Spezifikation, was genau wird umgesetzt, der Umsetzung selbst, ja, die Entwicklungsleistung, die wir dann auch gerne gemeinsam mit Ihnen machen, um Sie möglichst früh in diese kundenindividuellen Produkte einzubinden. Bis hin zur Übergabe an Sie, ja, Test, Go Live, Übergabe an Sie in die Fachbereiche, in die IT-Betreuung bei Ihnen oder die Übernahme der Betreuung durch uns selbst. Auch das ein Thema, was durchaus vor dem Hintergrund der Anforderungen aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung seine Berechtigung hat, beziehungsweise wo wir gegebenenfalls, sag ich mal, damit Sie unterstützen können. Jetzt genug zur Compiricus. Jetzt steigen wir in das eigentliche Thema des Webinars ein, in das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung oder ESG. Warum ESG? Was ist das überhaupt? Letzten Endes sind diese drei Buchstaben, Sie sehen sie hier kurz erklärt, zum einen in diesem Gebäude oder auch in der Aufzählung auf der linken Seite der Folie, dreht es sich um die drei Buchstaben, die, sag ich mal, das Thema Nachhaltigkeit versinnbildlichen sollen. Und diese Nachhaltigkeitsberichterstattung beziehungsweise die Nachhaltigkeitsanforderungen kurz eben, wie gesagt, auf diese drei Säulen verteilen können. E steht hier für Environment, für Umwelt. Das sind alle Themen, die, glaube ich, momentan auch in aller Munde sind, sprich Klimawandel, auch Umweltverschmutzung etc. pp., Treibhausgase, wie Sie es hier lesen. S steht für Social. Das sind Themen, die gegebenenfalls zumindest im Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung noch nicht so im Fokus stehen, aber trotzdem Teil eben dieser Nachhaltigkeitsziele sind. Da reden wir über Dinge wie Diversity, Gender Pay Gap ist hier ein Beispiel oder gesellschaftliches Engagement, CSR-Themen. Das G, das letzte Buchstabe, steht für Governance. Letzten Endes für eine ordentliche, wenn man so will, Unternehmensführung. Das ist ein Thema, das gibt es
Ja, es ist eigentlich nicht neu. Ich meine, den einen oder anderen ist wahrscheinlich Sarbanes-Oxley ein Begriff. Auch vor einer ganzen Weile oder schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich kümmert man sich darum, hier gewisse Governance-Richtlinien in die Unternehmensführung einzubauen, lebt aber im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele auch quasi, würde ich sagen, eine Art Revival. Zumindest ist es definitiv ein wesentlicher Teil dieser Nachhaltigkeitsthematik. Vielleicht oder kurz zur Historie, wo kommen wir daher, wo gehen wir hin, wo ist der aktuelle Stand? Angefangen hat letzten Endes alles vor, ja, ich weiß nicht, mehr als 2 Jahrzehnten auf Basis oder auf einer sehr breiten Basis. Dann hat man sich damals bei der UN zusammengesetzt und hat, sag ich mal, jetzt uns überlegt, wie schaffe ich denn die Weltwirtschaft in eine eher nachhaltige Bahn zu lenken? Und hat sich damals diese sogenannten 17 Sustainable Development Goals überlegt, als grundsätzliche Ausrichtung, wie man denn eine, sag ich mal, die Weltwirtschaft eben in mehr diese Pfade lenken will. Zu sagen, wie kriege ich denn hin, dass wir weniger Umweltverschmutzung haben, dass wir einfach fairer mit unseren Ressourcen, auch mit den Anforderungen an Arbeitssicherheit etc. pp. Entschuldigung, umgehen. Daraus haben sich in der Folge, haben wir diese Reporting Frameworks, nennen wir es mal, entwickelt. Diese Sustainability Goals waren natürlich sehr grob oder sind sehr grob, gibt es ja heute noch. Und damit kann man natürlich als Unternehmen oder wenn ich konkret da etwas mit Steuern berichten etc. will, sag ich mal, nicht ganz so viel anfangen. Also muss ich mich darum kümmern, wie breche ich das Ganze herunter, auch auf die einzelnen ja, unternehmerischen Tätigkeiten etc. pp. Worin will ich mich denn da detailliert kümmern? Und in diesem Umfeld haben sich eben diese sogenannten Reporting Frameworks entwickelt. Als allererstes würde ich jetzt als sehr internationales das TCFD nennen. Das ist eine, ja, eine Initiative, die meines Wissens auf Michael Bloomberg zurückgeht. Ich nehme an, Sie kennen den Namen, der letzten Endes hinter dem Marktinformationsdienst steht, ist momentan eine relativ breite Basis und dient heute auch als Grundlage für die Überlegungen des ISSB. Da kommen wir später noch dazu, was das ist. Aber auch, ich sage mal, eher weniger breite Initiativen haben sich da entwickelt. Die sogenannte PCF wäre hier zu nennen. Das ist letzten Endes eine Initiative aus der Finanzdienstleistungsbranche und die sich auch sehr speziell um den Carbon Accounting, um den CO2-Fußabdruck kümmert, wie man in der Branche, sind vor allem Banken drin, aber auch mehr und mehr Versicherungen, eben mit diesem Nachhaltigkeitsthema umgehen kann. Analog dazu entwickelt sich natürlich in dem Moment, wo ich über Reporting, über Berichtswesen, über Messen nachdenke, haben sich natürlich auch die Datenanbieter, die es schon länger gab, hier auch wieder Bloomberg genannt, war der Weg natürlich kurz zwischen TCFD und Bloomberg. Wie kann ich denn das, sage ich mal, befriedigen? Oder wie, ja, was braucht der Markt? Stelle ich weitere Unternehmensinformationen oder Marktinformationen eben zur Verfügung? Das hat sowohl wie gesagt, die traditionellen Marktanbieter haben da ihr Angebot entsprechend erweitert. MSCI ist ja auch zu nennen, die entsprechende Umweltindizes etc. anbieten. Aber auch spezifische Anbieter, also hier nicht genannt ist zum Beispiel ISS. Ich glaube, mittlerweile recht doch weit verbreitet am Markt, der eben entsprechende Taxonomieinformationen, kommen wir später noch dazu, für Unternehmen anbietet und ja, den glaube ich auch einige von Ihnen könnte ich mir vorstellen, heute schon nutzen. Aber auch darüber hinaus noch Anbieter, die gegebenenfalls noch mehr eben anbieten, Sustainalytics. Es gibt eben Unternehmen, die sagen, ich schaue direkt in ihr Investmentportfolio und mache hieraus direkt eine Art Rating. Ich beurteile das vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsanforderungen und versorge sie nicht nur mit Daten, sondern stelle ihnen die Bewertung an sich zur Verfügung. Wird man später noch dazu kommen, ob das hinsichtlich einer Eigenberichterstattung des Meldewesens dann gegebenenfalls der richtige Weg ist. Aber man sieht auch, die Dienstleister haben sich hier an der Stelle, sag ich mal, entsprechend entwickelt. Unten rechts nun, auch als Übergang für die weiteren Folien hier in dem Webinar, ist letzten Endes die Institutionalisierung dieses ganzen Themas. Natürlich, wenn ich gewisse Ziele erreichen will und es gibt auch einen politischen Wille, tritt früher oder später die Aufsicht auf den Plan, der Gesetzgeber auf den Plan und sagt, das möchte ich jetzt auch verbindlich sehen. Und in diesem Umfeld ist eben auch die CSR zum Beispiel entstanden oder hat man das Thema hier mit reingebracht, auch die Non-Financial Reporting Disclosure, also die NFRD, Regelung wurde dahingehend erweitert.
Das wird sich in Zukunft letzten Endes noch verstärken oder hat sich in den letzten Jahren bereits verstärkt. Genannt sei hier die CSRD, die schlussendlich jetzt Anfang 2024 in Kraft treten wird, die die NFRD eben ablösen wird, speziell eben für Sustainability Reporting Zwecken. Es gibt die SFDR, die seit letztem Jahr in Kraft ist, die sich auch darum kümmert, eben entsprechende Informationen oder sag mal Reporting-Anforderungen zu formulieren und verbindlich zu machen. Und verbindend hinter diesen Initiativen ist die EU-Taxonomie letzten Endes eine Metrik. Was ist genau vor dem Hintergrund der Umweltziele dieser EU-Taxonomie nachhaltig? Und die EU-Taxonomie ist momentan auch, sag ich mal, so mit das zentrale Medium, um die wir uns hier heute auch in der Berichterstattung kümmern wollen. Hier eine nochmal eine Zeitleiste, wie sich das alles in den letzten Jahren bzw. Monaten und auch in der Zukunft entwickeln wird. Jetzt von links nach rechts. Klar gibt es da noch eine längere Historie. Das war auf der vorhergehenden Folie auch schon absehbar. Das hat alles deutlich früher angefangen, als Sie es hier sehen. Aber konkret wurde es letzten Endes, deshalb haben wir das als Startpunkt gewählt, im Januar 2021, wurden zum ersten Mal die Bewertungskriterien der ersten zwei Unterziele der EU-Taxonomie veröffentlicht. Die Ziele sehen Sie hier am rechten Rand. Das ist eben die ersten zwei Ziele, die ja heute noch bestimmt sind, also Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ja gut, dass man diese Ziele priorisiert, liegt letzten Endes auch auf der Hand. Sag ich mal, ist ein Thema, was in aller Munde ist. Der Klimawandel ist zu Recht letzten Endes ein wichtiges Thema und deshalb steht es hier auch ganz oben. Im März 2021, hatte ich vorhin erwähnt, trat letzten Endes auch die SFDR-Gesetzgebung, wir haben eine Offenlegungsverordnung etc. diese Themen in Kraft und auch in Verbindung mit einem Zeitplan, ab wann denn Indikatoren in diesem Umfeld veröffentlicht werden sollen. Die einzelnen Schritte sehen wir dann gleich noch hier auf der Zeitachse. Im Dezember 2021, noch gar nicht so lange her, wurden zum einen die Bewertungskriterien der weiteren Unterziele der Taxonomie, Sie sehen es ja hier, gibt insgesamt 6, also 3 bis 6 veröffentlicht und, sehr wichtig, der erste Teil der FAQs für die Berichterstattung bezüglich der Ziele 1 und 2. Das war insofern sehr wichtig, als dass ja ab Januar 2022, das ist der nächste Punkt, den Sie hier sehen, die Berichterstattung bezüglich dieser zwei Unterziele letzten Endes verbindlich wurde. Und gerade mit diesen FAQs, da gab es dann noch einen zweiten Teil im weiteren Verlauf, sehr wichtig waren, um letzten Endes zu spezifizieren, was genau will man denn hier sehen. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass in Ihren Häusern, dass diese Berichterstattung logischerweise schon hinter sich haben. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen da etwas näher oder dran. Wir werden da später noch dazu kommen. Das war ja quasi noch eine, sag ich mal, wir befinden uns hier noch im Übergang. Ich glaube, das wird hier deutlich. Was im März 2022 ja auch noch berichtenswert ist, wir waren auch schon vorher aktiv auf internationaler Ebene, quasi die Schwesterorganisation des IASB, das kennen wahrscheinlich also mindestens mal einige von Ihnen, als Standardsetzer für die ganzen IFRS-Regelungen. Die Schwesterorganisation für die Nachhaltigkeit ist letzten Endes der ISSB, also International Sustainability Standards Board. Und hier wurden das erste Mal Exposure Drafts veröffentlicht, in welche Richtung denn auf der Ebene Nachhaltigkeitsberichterstattung einfließen kann, der sogenannte IFRS 1 und S2. Dort orientiert man sich, wie vorhin schon, glaube ich, ganz kurz erwähnt, so ein bisschen an dem TCFD-Umfeld, was man hier entwickelt hat über die Jahre, in welche Richtung man letzten Endes hier Informationen abgreifen will. Nun springen wir in die Zukunft. Anfang 2023 ist letzten Endes wieder ein Reporting fällig, so ähnlich wie Sie es Anfang dieses Jahres gemacht haben, nur dass diesmal letzten Endes auch die anderen Unterziele maßgeblich sind. Ich befinde mich aber bereits bei immer noch im Übergang. Auch bei SFDR geht es weiter. Ich habe hier mal ein Wahrscheinlich draus gemacht. Das ist ein Thema, das ist aus unserer Sicht noch nicht ganz sicher, ob das so kommt. Ob man wirklich bereits ab Juni 2023 hier anfangen wird zu messen und ab Juni 2024 dann auch eine vergleichende Berichterstattung wird liefern müssen. Einiges ist hier eben noch im Fluss. Was nicht im Fluss ist, definitiv, ist eben der Januar 2024. Hier wird es dann schlussendlich ernst bezüglich der EU-Taxonomie. Über das Finanzjahr 2023 ist hier letzten Endes, sage ich mal, vollständig zu berichten. Und es ist sehr viel stärker konkretisiert, was hier letzten Endes erwartet wird. So,
Als Fazit des ersten Abschnitts, wo stehen wir denn, was die EU-Taxonomie oder was die Nachhaltigkeitsberichterstattung betrifft? Der Fokus liegt heute ganz klar erstmal auf der EU-Taxonomie. Sie ist, wie es im ersten Punkt beschrieben ist, bislang noch unvollständig oder unvollständig konkretisiert. Das heißt, wir sind bei der endgültigen Vorgabe der Umweltziele erst bei den Zielen 1 und 2 angekommen. Das andere konkretisiert sich nach und nach. Das, sag ich mal, wird immer konkreter und muss dann auch 2023 ins Reporting entsprechend eingebaut werden. Wie gehen die Unternehmen damit um oder wie ist letztendlich der Ablauf einer Taxonomiefähigkeit? Wie beweise ich das oder wie weise ich das nach? Letzten Endes ist es so eine Art Drei-Schritte-Thema. Ich muss, das betrifft viele Industrieunternehmen, aber auch eine Versicherung an sich. Im ersten Schritt, sag ich mal, segmentiere ich mein Unternehmen, führe ein Verfahren ein, um mein Unternehmen nach Geschäftszwecken, verschiedenen Sparten sauber abzubilden. Das haben gegebenenfalls einige Unternehmen schon und prüfe dann letzten Endes diese verschiedenen Segmente auf Taxonomiefähigkeit. Da gibt es pro Segment gewisse Regeln, die dann eben auch vorgegeben sind und nach denen wird eben bemessen, ist eben wir kriegen gleich das Beispiel des Zementherstellers, mein Werk Nummer 1 taxonomiefähig oder eben nicht. Ich muss dann auch nachweisen, dass damit keine anderen Ziele verletzt werden, keine anderen wesentlichen Umweltziele und dass soziale Mindeststandards eingehalten werden. Und dann kann ich letzten Endes als Unternehmen behaupten, dass zumindest mal ein Segment taxonomiefähig ist und kann das dann auch so berichten. Hier sei noch erwähnt, ich glaube, das Beispiel des Zementherstellers ist in mehreren Unterlagen erwähnt, dass man nicht einfach so taxonomiefähig ist. Also die Standards, die hier angelegt werden, sind relativ hoch. Man ist da durchaus auch noch in der Diskussion, ob das das richtige Maß ist. Also sprich, dass man, also ich weiß von Gesprächen in Richtung EIOPA, ob man, wenn man Branchen miteinander vergleicht, ob da die Versicherungsbranche nicht gegebenenfalls zu schlecht wegkommt bezüglich der Taxonomiefähigkeit. Das ist letzten Endes etwas, was austariert werden muss, wo ich da die Maßstäbe setze. Aber die Maßstäbe sind so nach dem heutigen Stand eher relativ streng. Was jetzt absehbar ist, das ist eine Entscheidung, die ist relativ jung, deshalb habe ich es hier mit aufgenommen. Die CSRD hat man sich jetzt endgültig entschieden, ab 2024 diese in Kraft zu treten, diese in Kraft zu setzen. Die CSRD, wie schon bereits erwähnt, löst die NFRD ab und macht letzten Endes das ganze Thema Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsreporting sehr, sehr viel konkreter. Zum einen vergrößert sich der Scope. Also nach der NFRD haben wir hier europaweit ca. 11.600 Unternehmen, die Taxonomiekennzahlen veröffentlichen müssen. Ab 2024 wird es deutlich mehr, etwa das 4,5-fache. Das steigert sich auf geschätzte 49.000 Unternehmen. Ein Thema, was hier dann wirklich definitiv dazu kommt, das ist teilweise heute auch schon implizit, ist, dass der Nachhaltigkeitsbericht dann definitiv Teil des Lageberichts sein muss und der Lagebericht natürlich Teil des Abschlusses ist, testiert wird und Sie somit in dem Nachhaltigkeitsthema natürlich auch den Wirtschaftsprüfer drin haben. Das ist heute schon bereits der Fall, teilweise auf freiwilliger Basis, teilweise davon abhängig, wo Sie den Nachhaltigkeits- oder die Nachhaltigkeitskennzahlen heute schon veröffentlichen. Der Wirtschaftsprüfer spielt heute schon eine Rolle und diese Rolle wird sich wahrscheinlich noch ausweiten. Das hat natürlich eine Bedeutung bei der Implementierung eines Prozesses oder einer Systemlösung. Wenn das prüfungsrelevant ist, haben Sie natürlich eine andere Anforderungen. Lange Rede, kurzer Sinn als Fazit. Wir sind quasi noch am Anfang, aber trotzdem haben wir heute schon jetzt nicht nur bei Versicherungen, auch in der Industrie, vielleicht sogar noch mehr in der Industrie, hohe Aufwände letzten Endes, dieser EU-Taxonomie oder den Reporting-Anforderungen, Anforderungen an sich gerecht zu werden. Und wir reden heute vor allem über das Thema Nachhaltigkeit im Sinne einer Umweltbelastung, im Sinne des Es. Das Thema S und G, das steht letzten Endes noch so ein bisschen am Anfang, noch in den Kinderschuhen. Da wird zwar auch nach und nach weiter konkretisiert, aber wie da Kennzahlen erhoben werden, da ist man eben noch lange nicht so weit.
damit einhergehend eben dann auch hat sich noch kein oder nur in sehr geringem Ausmaß und wenn dann auch nur für die Umweltziele ein Best Practice entwickelt, dass man sagen kann, okay, wir machen das so, wie es alle anderen auch machen. An der Stelle befindet man sich eben noch in der Findungsphase. Was heißt das jetzt für Versicherungen? Das wäre der nächste Abschnitt. Und starten wollen wir kurz mit einem kleinen Exkurs. Wie sieht denn das der Versicherungsverband? Wie sieht denn das der GdV? Das ist ja durchaus, sag ich mal, der Branchenvertreter. Auf der Ebene wird dann auch Lobbyarbeit geleistet und hätte man sich auch, sag ich mal, Widerstand vorstellen können. Nein, diesen grundsätzlichen Widerstand gibt es, sag ich mal, Klammer auf, natürlich, Klammer zu, nicht. Der GdV begrüßt letzten Endes, dass man auch in der Versicherungsbranche, sag ich mal, die Finanzströme in nachhaltige Richtungen lenkt. Das ist ja das, was da im Hintergrund steht. Finde das prinzipiell, sag ich mal, eine sehr gute Idee. Allerdings ist mit der Umsetzung unzufrieden, aber das erklärt sich mehr oder minder von selbst aus dem ersten Abschnitt oder aus den Themen, die ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe. Man befindet sich halt noch im Anfang. Wenn man jetzt anfangen wollte, sagen wir mal, nachhaltiger eine Systemlösung anzugehen, ist das Umfeld, auf welcher Basis, welche Anforderungen ich dann da umsetzen soll, ist noch sehr, sagen wir mal, nicht mal wackelig. Und das erfordert natürlich, ja, es gibt eine gewisse Unsicherheit in der Branche. Das erstreckt sich auch auf Gebiete wie, wie gehen wir denn mit den Anforderungen für bestimmte Assetklassen an, die jetzt so ein bisschen außerhalb, die ein bisschen weiter weg vom Standard liegen, also illiquide Assets. Wir kommen später noch zu Hypothekendarlehen. An der Stelle ist einfach noch, konzeptionelle Arbeit zu leisten, wie man das im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskriterien, Hinblick auf eine EU-Taxonomie denn adäquat abbildet. Das führt natürlich, und das ist natürlich auch was ein Branchenverband anmerken muss, zu hohem Aufwand. Ne? Zum einen personell, ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Je konkreter die Anforderungen mehr werden, desto mehr Aufwand werde ich damit haben. Ich habe dann aber auch ganz trivial Kosten. Ich werde mehr Daten brauchen, da kommen wir später auch noch dazu. Logisch, ich hatte es ja erwähnt, die Unternehmen veröffentlichen Taxonomiedaten. Sie investieren in Unternehmen, entweder wenn sie eine Aktie kaufen oder eine Anleihe, die da emittiert wurde. Und das muss natürlich, sag ich mal, die Informationen müssen dann, müssen ja irgendwo bei Ihnen ankommen. Das heißt, die Daten müssen beschafft werden. Das kostet in der Regel eben Geld. Auch das Thema, dass der Wirtschaftsprüfer da stärker reinschaut, ist natürlich auch, das werden Sie sofort in den Rechnungen merken. Es ist einfach eine, ich sag's mal, Risikokategorie mehr, die sich der Prüfer eben anschaut und auch ein Prozess, der zur Reporterstellung führt, mehr, der dann prüfbar ist. Jetzt weg vom GdV, einfach nochmal in die Versicherung reingeguckt. Grundsätzlich, wo sind wir denn als, oder wo ist ein Versicherungsunternehmen denn von den Nachhaltigkeitsthemen betroffen? Und ich fange jetzt mal rechts an. Natürlich ein Versicherungsunternehmen, wie es der Name schon verrät, ein Unternehmen wie alles, wie jedes andere auch. Das heißt, genauso wie der bereits vorhin erwähnte Zementhersteller hat eine Versicherung, hat Angestellte, hat Büros, hat gegebenenfalls Firmenwagen, hat, Dinge, die alle natürlich einen Impact bezüglich ESG haben, also nicht nur bezüglich der Umwelt, wie heize ich meine Büros oder wie werden die Firmenfahrzeuge betrieben, sondern auch, wie gehe ich denn mit Diversity in meinem Unternehmen um, habe ich ein Gender Pay Gap etc. pp. Das ist das eigentlich die Sicht nach innen. Eine Versicherung ist, wie schon erwähnt, ein Unternehmen mit eben einem ESG-Impact an sich. Was das operative Geschäft betrifft, steht hier in der Mitte eben die Liability-Seite. Das ist logisch, die eine Seite des operativen Geschäfts bei einer Versicherung, der Vertrieb von Versicherungen, also das Schnüren von Finanzprodukten, um sie dann letzten Endes zu verkaufen. Auch hier habe ich natürlich einen Impact auf die Nachhaltigkeit. Ja? Welche Risiken versichere ich? Mit welchen Partnern bin ich unterwegs? Sind es vielleicht Partner, die, oder versichere ich gegebenenfalls die Kohleindustrie? Ich denke, ein Thema, was in der Branche schon 3, 4, 5 Jahre diskutiert wurde. Und ich glaube, es wird heute sehr, oder es ist für ein Energieunternehmen nicht mehr ganz so einfach, sowas zu versichern, weil einige Versicherer sich aus dem Geschäft komplett verabschiedet haben.
Das heißt, auch das ist ein Thema, was natürlich eingewertet werden muss. Und last but not least, und deshalb steht es ganz links und kriegt auch noch einen Rahmen, das ist das, worüber wir uns qua unserer Profession am besten kümmern können und auch weiterhin hier in dem Webinar kümmern wollen, das ist die Kapitalanlage. Letzten Endes die Aktivseite, die andere Seite des operativen Geschäfts. Das ist natürlich ESG-seitig, ich will nicht sagen, liegt fast auf der Hand, wie man das einwertet. Also man legt Gelder an und da kann ich mich natürlich schon entscheiden, wohin ich das Geld lege, wem ich das gebe, im übertragenen Sinn. Und das hat natürlich ja, einen Impact auf die Nachhaltigkeit. Jetzt gucken wir uns mal den Kapitalanlagemanagementprozess an, wie wir ihn verstehen. Wir haben das mal als Kreislauf dargestellt und ich fange einfach mal um 12 Uhr an. Beginnend mit der Allokation, das Thema hatte ich vorhin, das ist der Bereich, deshalb ist es auch grau, bei dem wir Stand heute keine wirklichen Beratungsleistungen bieten. Ist natürlich ein Bereich, bei dem ich mich natürlich auch um nachhaltige Anlagekriterien kümmern will. Das ist ja der Bereich, in dem es um strategische Ausrichtung geht. Wohin will ich denn investieren? Da sollte das oder wird es heute auch schon einfließen in Ihren entsprechenden Prozessen, in Ihren Häusern. Es ist bloß ein Teil, deshalb ist es grau. Das beraten wir letzten Endes seitens Compiricus nicht. Wir fangen dann an, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, wenn eben Geschäfte im Rahmen dieser Allokationsvorgaben abgeschlossen werden. Das ist dann, befinden wir uns ungefähr auf 3 Uhr. Das heißt, der Abschluss von Finanztransaktionen. Und da bin ich ja, sage ich mal, eher im Mikrobereich. Das heißt, ich wähle aus, welche Transaktion ich abschließen will, mit wem ich da Geschäfte eingehen will. Und das ist natürlich ein Bereich, auch da habe ich die Nachhaltigkeit mit dem Boot. Man könnte sich eben vorstellen, oder Sie haben das wahrscheinlich heute schon, oder seit mehreren Jahren schon, würde ich tippen, dass im Front Office oder im Asset Management direkt sogenannte White- oder Blacklists gibt, dass bestimmte Partner der Märkte vom Handel per se ausgeschlossen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und sowas kann man sich natürlich auch als einfachste Auswirkung generell für die Nachhaltigkeit eben vorstellen, sofern es heute nicht schon eingesetzt wird. Ein nächster Schritt könnte sein, das quasi direkt in eine Limitierung, die auch im System hinterlegt werden könnte, einzubauen, dass ich direkt sehe, wie weit darf ich denn hinsichtlich eines gewissen Kriteriums noch gehen, ohne dass ein gewisser Schwellenwert, den ich eben nicht reisen will, überschritten wird. Oder auch beim Pricing vorstellbar wäre etwa, wenn ich jetzt Darlehen vergebe, dass ich mir überlege, für, sag mal, weniger grüne Objekte, die um deren Finanzierung ich gebeten werde, mit einer Risikoprämie zu finanzieren. Und mir da überlege, wie gehe ich damit um? Ja, also ich kann ja gegebenenfalls für, weiß ich nicht, KW 55 Haus andere einen anderen Zinssatz anbieten als für ein KW 40 Haus. Jetzt mal ganz trivial gesprochen. Das ist ein Thema, um das wir uns heute aber, sag ich mal, an der Stelle nicht kümmern wollen. Da ist ja noch einiges so ein bisschen an Kopfarbeit zu leisten. Wir wollen heute unseren Fokus legen eben auf die Berichterstattung, so heißt ja auch das Webinar. Und wenn man dann im Prozess weitergeht, über die Abwicklung, über das Rechnungswesen, bin ich eben dann beim Meldewesen und beim Berichtswesen, den beiden Ästen, sag ich mal, des Reportings, zum einen an die Aufsicht, sprich Meldewesen, und zum anderen eben nach innen. Aufsichtsrechtliches Reporting haben wir gerade vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Es gibt die ersten Anforderungen. Ich muss mich um die EU-Taxonomie kümmern. Da werden weitere Formate entstehen. Nach der CSRD ist dann auch wirklich ein verbindliches Format zu liefern. Naja, also früher oder später landen wir da quasi in einem sehr ähnlichen Segment, wie wir es heute schon bezüglich der Berichterstattung an die BaFin oder an andere Meldebehörden sind. Dazu kommt das Management Reporting. Ich sage mal so, es wird sehr sinnvoll sein, oder wir sehen ja in der Branche schon, dass es letzten Endes so ist, dass ich nach diesen Nachhaltigkeitsinformationen auch steuern will, gewisse Entwicklungen aufzeigen will, dass ich grüner will. Es gibt ja auch diese Net Zero Carbon Alliance etc. pp. Also dass ich mich quasi auf eine Energieneutralität hinbewege. Das heißt, es sind Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt an die Behörden melde, sondern die ich in meine Steuerung einbeziehen will. Darunter, ne, und dann auch, und so schließt sich letzten Endes der Kreis, an meine Asset Allocation weitergeben könnte. Darunter fällt aber auch, dass ich mein Senior Management eben mit entsprechenden Berichten versorgen will und sei es auch nur durch weitere Berichte, sagen wir mal, im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung an die Öffentlichkeit. Das sind halt Dinge, dafür gibt es keine konkreten Vorgaben wie im Meldewesen.
Aber trotzdem ist es ein Thema, mit dem man sich eben im Rahmen des Reportings beschäftigen muss. In der Mitte sehen Sie, das haben wir generell aufgenommen, das ist jetzt kein prozessualer Punkt, sondern bildet sowas wie die Grundlage, deshalb steht es auch in der Mitte, muss ich mich natürlich, er sollte mich darum kümmern, die Merkmale, die ich für all dies brauche, zu verwalten. Das ist dann eher eine systemtechnische Frage. Ja, wenn ich damit arbeiten will, wie wir es gerade eben oder wie ich es Ihnen gerade eben vorgestellt habe, brauche ich natürlich irgendwo einen Datenpool, wo ich diese Merkmale, wie wir es vorhin besprochen haben, dann auch finde, wo diese den einzelnen Assets zugeordnet werden. Wie gesagt, deshalb haben wir es hier eben mit aufgenommen. Wie ist denn, um jetzt mal das Reporting noch mal näher zu beleuchten, darum dreht sich ja heute, wie ist denn der aktuelle Stand? Was wurde denn quasi Anfang des Jahres berichtet? Das wissen Sie wahrscheinlich teilweise mit am besten, wie Sie Ihre Berichtswesen aufgezogen haben. Ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, man ist heute noch etwas freier bei dem, was berichtet werden muss. Es gibt gewisse Grundlagen, die berichtet werden müssen, aber darüber hinaus, obliegt es letzten Endes auch im Unternehmen, wie tief man da reingeht. Im Mittelpunkt steht eben aktuell noch die sogenannte Taxonomiefähigkeit. Das hatten wir vor mehreren Folien schon, diese sogenannte Eligibility. Das heißt, wo ist denn mein operatives Geschäft? Auf der Passiv- und auf der Aktivseite genügt es denn den Zielen der Taxonomie? Das ist dann rein erstmal deskriptiv. Ja, wo bin ich investiert? Wen habe ich versichert? Etc. pp. Das hat noch, und das ist der dritte Punkt, noch keine, wie soll ich sagen, noch keinen richtig strategischen Ansatz, dass man da etwas tiefer reinschaut. Es ist auf wenige Sektoren beschränkt. Das heißt, ja, letzten Endes befindet man, wie bei der vorne schon mal erwähnt, befindet man sich dann noch im Ansatz. Und diese Übergangsperiode wird auch noch bis Anfang 2024, beziehungsweise bis zum nächsten Berichtszeitpunkt, Anfang 2023, Entschuldigung, über das aktuell laufende Geschäftsjahr anhalten. Das heißt, ich habe hier noch, ja, also wir würden heute vermuten, dass auch das Reporting Anfang 2023 noch, ja, despektierlich genannt, mit der Hand am Arm erstellt wird, mit einfachen Lösungen, mit sehr viel auch qualitativer Arbeit und noch nicht, sage ich mal, aus der direkt auf eine Systemlösung gezogen. Damit einhergeht, und das ist auch das, deshalb haben wir hier auch ein Zitat aus dem Geschäftsbericht der Hannover Rückkehr genommen, zum aktuellen Stand ist es, sage ich mal, noch nicht so richtig möglich, die Informationen, die ich hier aus dem Segment Nachhaltigkeit habe, für die Unternehmenssteuerung heranzuziehen. Das geht bis zum gewissen Ausmaß. Aber wie gesagt, solange ich da noch keinen wirklich nachhaltigen Prozess habe, also nachhaltig jetzt in einem anderen Sinne, die Daten zu ermitteln, hinterfragen und so weiter und so fort, ist es halt alles noch ein bisschen, ich habe vorhin das Wort wackelig verwendet, um darauf auch Unternehmensentscheidungen aufzubauen. Das heißt, bedingt ja, aber noch nicht so, wie es eben sein könnte, Querstrich sollte. Auch dieses Kapitel endet quasi mit einem Ausblick. Wie wir es bereits schon genannt haben, also ab 2024 bis letzten Endes ernst, dann darf ich mich nicht mehr auf die Eligibility beschränken, sondern ich muss mich um das Alignment kümmern. Das heißt, ich muss wesentlich, sag ich mal, tiefer reingucken und ja, wie sind denn wirklich meine Aktivitäten, wie genügen die der EU Taxonomie. Ja, und dann habe ich eben auch das Do Not Significant Harm dabei. Das heißt, ich muss ein Umweltziel erfüllen, darf alle anderen nicht verletzen. Wir werden sehen, ob es bis dahin auch noch weitere Anforderungen bezüglich S und G geht, weil die EU-Taxonomie kümmert sich in allererster Linie eben um das E. S und G spielen da ja, mehr oder weniger keine Rolle. Etwas weiterer Blick in die Zukunft und dann wird es wirklich noch mal konkreter, ist mit den Inkrafttreten der CSRD. Das betrifft dann das Geschäftsjahr 2024, also Meldezeitpunkt Anfang 2025. Wird es dann noch mal deutlich konkreter. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der Scope erweitert sich. Es werden viel mehr Daten im Markt sein, viel mehr Unternehmen, in die sie gegebenenfalls investieren, sind betroffen. Auch gibt es dann erste technische Anforderungen. Das heißt, ich muss dann letzten Endes in gewissen Formaten liefern. Und das ist dann der dritte Punkt. Es wird dann definitiv prüfungsrelevant. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, kurz.
Das betrifft natürlich dann auch das Kapitalanlagemanagement ganz im Speziellen. Sie werden dann jemanden haben, also einen Prüfer haben, der mit in die Prozesse reinguckt und schaut, ob das, was Sie da ermitteln, was Sie berechnen, wie Ihre Systemlösung aussieht, ob das alles den Anforderungen ja, eines ordentlichen Prozesses genügt. Positiv ist dann, wenn Sie da sehr viel, ich nenne es mal jetzt, professioneller unterwegs sind, diese Nachhaltigkeitsinformationen aufzubereiten und zu verwenden, steigt natürlich auch die Verwendung eben für das Management Reporting, für die interne Steuerung. Ja, Informationen sind wesentlich besser belegt. Man kann dann auch danach steuern. Man kann sie dann auch guten Gewissens, sage ich mal, dann gegebenenfalls auch nach außen tragen und sagen, okay, an der Stelle steuere ich auch danach und wie haben wir uns entwickelt? Ich kann mit einer gewissen Historie, die ich dann eben auch habe, Entwicklungen aufzeigen. Das sind halt Dinge, die heute, sage ich mal, eher schlecht möglich sind, weil ich eben die Historie teilweise nicht habe oder die Datenbasis dann sich auch noch mal ändert. Lange Rede, kurzer Sinn, hier am Ende nochmal zusammengefasst. Wir stehen hier aktuell wirklich noch am Anfang, auch insbesondere was das Kapitalanlagemanagement betrifft. Sowohl im Umfang, was wir hier bewerten, berichten müssen, was wir beachten müssen, als auch letzten Endes, was die Prüfung betrifft. Das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, weil dann eben, sag ich mal, doch sehr kritisch hinterfragt wird, wenn man sich, sag ich mal, weiterhin eben auf sehr manueller oder sehr situativer Basis mit diesem Thema beschäftigt. Aus unserer Sicht ist es dann sinnvoll, sag ich mal, ab einer gewissen Größe eben, sag ich mal, eine Systemlösung zu haben. Ich sag mal so, Sie haben alle Ihre Kapitalanlagen in System, dass es ja wahrscheinlich aus Ihrer Sicht nichts Neues ist. Es lässt sich ein solcher nachhaltiger oder ein prüfbarer Prozess natürlich sehr viel besser in der Systemlösung umsetzen. Man wird mittelfristig dann eben auch an Aufwänden sparen, wenn quasi ESG-Daten mehr oder minder auf Knopfdruck aus einer solchen Lösung erzeugt werden können. Wichtig ist aber auch noch, wenn so eine Systemlösung muss, und das sei hier nochmal separat erwähnt, anpassbar sein, weil auch über diesen Ausblick hinaus gibt es weitere Themen. Also bei der Veröffentlichung oder als die Entscheidung bezüglich der CSRD veröffentlicht wurde, wurde auch an letzten Endes ein Zeitplan für die Zeit danach zumindest diskutiert und darüber gesprochen, wie denn Unternehmen außerhalb der EU hier auch eingebunden werden können. Und das ist durchaus was diskutiert wird. Da wird es wahrscheinlich auch neue KPIs geben, neue Indikatoren, die berichtet werden müssen. Das heißt, eine solche Systemlösung sollte tunlichst anpassbar sein. So. Was wäre jetzt unsere Vorstellung, wie man denn sowas aufbauen könnte? Wie könnte so eine Systemlösung aussehen? Wir haben uns da erstmal ganz grundsätzlich Gedanken gemacht. Wenn ich so ein Thema vor mir habe, sag ich mal, dann, wie gesagt, sind wir sehr grundsätzlich angegangen. Und der eine oder andere von Ihnen mag sich noch an die Universität oder an die Ausbildung erinnern. Da gab es das sogenannte EVA-Prinzip letzten Endes. In der Informationsverarbeitung. Ich habe letzten Endes eine Dateneingabe, ich habe eine Datenverarbeitung, ich habe eine Datenausgabe. Und auf das Thema Nachhaltigkeit heruntergebrochen, kümmere ich mich natürlich oder sollte ich mich darum kümmern bei der Eingabe, nochmal, welche Daten brauche ich denn? Ja, wir hatten vorhin das Thema, die liegen Ihnen ja aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor, wie taxonomiefähig ein Unternehmen ist, in das Sie gerade investieren. Welche Daten brauche ich? Brauche ich für bestimmte Produktarten andere Daten? In der Regel wird es so sein, für nicht standardisierte Produkte, dass Sie da mehr Rohdaten brauchen als das, was schlussendlich schon vorliegt. Dazu auf der nächsten Seite gleich mehr. Und wenn ich weiß, welche Daten ich brauche, woher nehme ich die? Ja, habe ich die vielleicht, den Datenanbieter schon im Haus? Kann der mir das bieten? Dann muss ich nur was erweitern oder muss ich was anderes anbinden, was wahrscheinlich ist. Wie sieht da, ganz technisch gesprochen, eine Schnittstelle aus? Wie gehe ich damit um? Bei der Verarbeitung stellt sich eben die Frage, die grundsätzliche Frage ist, kann ich die Daten relativ einfach, sag ich mal, weiterleiten oder muss ich sehr viel Logik verwenden, um Daten hinsichtlich meiner Taxonomiefähigkeit im Investmentmanagement, um zu ermitteln? Also liegt mir das quasi grundsätzlich schon vor, dann muss ich in Anführungszeichen nur
Die Daten an die entsprechenden Objekte hängen, damit ich sie zur Auswertung zur Verfügung habe. Wenn ich natürlich Logik brauche, brauche ich entsprechende Tools oder muss mich darum kümmern, dass diese Logik auch irgendwo im System abgebildet ist. Ja, das auch hier wieder also vielleicht ein kurzer Verweis auf den Balken unten. Logiken, Validierung etc. pp. Da steht Ihnen wahrscheinlich gleich wieder der Prüfer im Raum und sagt, ja, was haben Sie denn da aufgebaut? Ich möchte mal sehen, was Sie da für Validierung machen, wie Sie letzten Endes auch Ihre Dateneingabe, Ihren Datenerwerb hier so überprüfen, damit man von Fug und Recht von einem ordentlichen Prozess sprechen will. Kann. Entschuldigung. Dann also auf der rechten Seite die Ausgabe ist natürlich auch noch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ich habe dann die Daten verarbeitet, die liegen eigentlich in einem Format vor, damit ich sie verstehen kann und auch validieren kann. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich, sag ich mal, ein gewünschtes Format beliefern kann. Entweder ein elektronisches Format, was gegebenenfalls die Meldebehörde dann fordert irgendwann, oder die Daten gehen dann weiter intern in ein Business Warehouse. Ich meine, die Kapitalanlage, das hatten wir vorhin, ist letzten Endes ja nur ein Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da kann ja hinten dran quasi noch eine Lösung liegen, um diese Daten über den Konzern, über die verschiedenen Segmente bei Ihnen im Haus dann zu konsolidieren. Dann brauche ich natürlich mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderes Format. Aber ich muss mich darum kümmern, was muss ich erzeugen aus meiner Systemlösung? Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, der Aufwand, den ich mit hier treiben muss, steigt oder ist schon auch abhängig von den verschiedenen Assetklassen, die Sie im Bestand haben. Ich gehe mal davon aus, dass die größte Menge Ihrer Assets ich nenne es mal standardisiert ist, in Anführungszeichen. Standardisiert heißt Produkte, die, sag ich mal, mit einer Wertpapierkennnummer oder einer ISIN unterwegs sind, die, da schaue ich letzten Endes nur auf den Emittenten, auf den Geschäftspartner und kann über entsprechende Datenzulieferungen relativ schnell eine ESG-Einwertung erzeugen. Ja, da hat das Finanzprodukt an sich eigentlich keinen ESG-Footprint, sondern ich kümmere mich letzten Endes nur um den Emittenten, um demjenigen, den ich letzten Endes hier indirekt eben das Geld zur Verfügung stelle. Da reden wir vor allem eben über die Ablage der Informationen an Systemobjekten, damit ich später damit umgehen kann. Bei ABS, MBS, das ist ein Punkt, das steht ja so ein bisschen sag mal, zwischen diesen beiden Polen, die wir hier auf der Seite sehen. Wissen wir, dass das heute auch teilweise mit den Prüfern diskutiert wird. Wenn man es schafft, ein solches Produkt eben auf den Emittenten quasi zu beschränken, ESG-seitig, dann bin ich fein raus, dann bin ich beim standardisierten Produkt und habe das relativ schnell, sag ich mal, bezüglich Nachhaltigkeit abgedeckt. Wenn ich das nicht schaffe und der Prüfer zum Beispiel oder man selbst möchte reinschauen, verlangt einen Look-through. Das heißt, ich muss letzten Endes auf die Forderungen schauen, die hinter oder in diesem ABS liegen. Dann bin ich natürlich da, wo ich ganz rechts bei den Hypothekendarlehen ohnehin schon bin, mit einer relativ inhomogenen Datenlandschaft. Ja, ich muss mir dann für die einzelnen Forderungen hier beim ABS die Daten besorgen. Ich weiß nicht, ob sie zur Verfügung stehen und muss mich auch darum kümmern, was heißt denn das für ein ABS, MBS, wenn Sie zum Beispiel einen Emittenten haben, der, ich sag mal, sehr grün in Anführungszeichen unterwegs ist, aber die Forderungen, die dahinter liegen, weniger grün sind. Ja, wie gehe ich da letzten Endes damit um? Diese Frage stellt sich bei Hypothekendarlehen insbesondere, weil dann haben Sie ja das Instrument ist ja per se besteht aus zwei Komponenten. Zum einen die Finanzierung, die Sie mit einem Partner abschließen, und zum anderen das Objekt, das finanziert wird, das als Sicherung hinterlegt wird. Und beide können unterschiedliche ESG-Abdrücke haben. Und das macht es bezüglich der Logik schon nicht einfach. Und dazu handelt es sich zumindest beim Objekt, also das ist nicht standardisiert. Da sind Daten zu beschaffen, ja, Hypotheken, klassisch Energieausweise, ähnliche Themen. Wie gesagt, da wird es deutlich komplexer und da wird man ohne Logik, wie man diese Daten eben verknüpft etc., nicht auskommen. Wie könnten wir uns denn als Compirikus letzten Endes Anpassungen in Ihrer Systemlandschaft vorstellen? Grundsätzlich könnte man darüber schreiben, das ist jetzt eher, also wie man sie sieht, eher ein Beratungsansatz. Ja, also man sieht hier, so können eine bestehende Systemlandschaft aufbauen, ganz grob. Sie haben oben die Datenquellen, die Sie heute für das Investmentmanagement quasi schon haben, zur
SAP-Landschaft in der Mitte gibt es Schnittstellen, die dann gegebenenfalls angepasst werden müssten vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Deshalb hat hier dieser Kasten so eine lilafarbene ja, Corona. Oder was wir uns auch vorstellen können, da sind wir mit unseren Partnern bei Adveco so ein wenig in der Abstimmung, dass man sich quasi so eine Art Data Collection Engine für ESG-Zwecke vorstellen könnte. Das heißt, eine Art Produkt, was bereits an bestimmte Datenanbieter angebunden ist und aus dem heraus dann wiederum ihre SAP-Systeme bestückt werden, sodass man quasi dieses Einsammeln, was sie gegebenenfalls haben müssten, wenn man sich selber darum kümmern, sage ich, dass es nicht mehr auf ihrer Seite liegt. Das ist aber, wie gesagt, das ist eine Idee, da sind wir gerade dran, das zu entwickeln, also im Sinne von konzipieren und da würden wir sie dann auf dem Laufenden halten, wenn sich da mehr daraus eben ergibt. Diese mittlere Schicht haben wir, also die SAP-Landschaft besteht natürlich aus dem bestandsführenden System. In unserem Umfeld die uns bekannten Module wie TRM, CMS, CML mit den angrenzenden Modulen vielleicht auch noch, die hier nicht näher explizit sind. Wenn ich hier die Nachhaltigkeitsmerkmale abbilden will, muss ich diese erweitern. Deshalb haben die auch eben diese lilafarbene Corona. Dazu kommt eine Schicht, die ich heute vielleicht schon habe. Ich habe es jetzt mal Logik- oder Berichtsschicht genannt. Für die Berichterstattung gibt es das bei Ihnen gegebenenfalls heute schon. Deshalb steht hier auch als Kasten das bestehende Data Warehouse. Vielleicht haben Sie heute schon auch ein PHP im Einsatz. Hatte ich Ihnen vorhin schon, also um darauf einzugehen. Ich hatte es vorhin erwähnt, für gewisse Assets, wenn Sie diese im Bestand haben, werden wir ohne eine gewisse Logiklösung nicht auskommen. Das lässt sich natürlich in einem bestehenden Data Warehouse abbilden. Kommt drauf an, ne, wie das ausgeprägt ist, dafür geeignet ist, aber denke ich besser, dass das PAPM, das Modul von SAP, ich habe das deshalb Substandard genannt, weil die Kollegen von SAP das quasi als eine der wesentlichen Lösungen im Umfeld der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder der Nachhaltigkeitsprüfung des Unternehmens ins Schaufenster stellen. Zum PAPM später noch mehr, was das kann. Hier greifen wir auf Inhalten von von unserem Partner Adveco zurück. Hier haben wir auch selbst wenig bis keine Expertise an der Stelle. Aber das wäre gegebenenfalls neu einzuführen, deshalb eine graue Corona. Was natürlich auch geht, ist, und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, weil wir haben, was kundenspezifische Entwicklungen betrifft, da doch eine breite Expertise. Falls es halt eben doch die dritte Lösung sein soll, stehen wir natürlich auch Ihnen zur Verfügung. Ja, dass man sagt, okay, ich brauche hier nur ein kleines Add-on gegebenenfalls, um irgendwas auszurechnen, irgendwas zu mappen. Das wäre natürlich auch denkbar. Aber wie vorhin schon erwähnt, ohne diese Zwischenschicht wird man wahrscheinlich nicht auskommen. Um eben bei gewissen Assets zumindest, sagen wir, die Berichtsanforderungen, die Sie unten sehen, zu erfüllen. Ne? Das ist aber auch trivial, das ist die unterste Zeile. Ich habe die Aufsichten, an die ich reporten werden müssen. Früher oder später. Ich habe den Auditor, der da reingucken will und natürlich meine internen Adressaten. Die nächsten beiden Folien gehen relativ schnell. Das ist jetzt sehr kurz dargestellt, wie man sich das denn im TRM darstellen kann. Da sind wir eben bei den Gattungs- oder Partnerdaten unterwegs. Ich sag mal, kennen Sie letzten Endes aber sehr gut. Das TRM-System, sag ich mal, ist so aufgebaut, wie es eben ist. Und da gibt es Möglichkeiten, das direkt eben an der Gattung oder am Partner zu übernehmen und zu pflegen. Das kennen Sie ja von den sonstigen Meldewesen-Stammdaten heute auch. Analog letzten Endes für CML und CMS. Hier gibt es noch eine kleine Unterscheidung. Wenn Sie bereits das CMS im Einsatz haben, werden die Sicherheiten eben darin verwaltet und die Merkmale können da abgelegt werden, am entsprechenden Stammdatensatz. Wenn Sie Ihre Sicherheitenverwaltung heute noch im CML haben, was ja unter HANA dann nicht mehr geht, ist natürlich dann dementsprechend diese Lösung hier anzupassen. Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum Thema PAPM. Das sind aller Kürze, wie gesagt, bei Compiricus sind wir hier quasi ja, Nutznießer von unserer Partnerschaft über X1F mit der Adveco. Deshalb haben wir auch einfach die Folien übernommen und wenn Sie da weitere Informationen wünschen, sind wir sehr gerne bereit, die Ihnen da weiterzugeben. Das PAPM, also bei einer Präsentation seitens der Kollegen von SAP wurde das mal als, ich sag mal, als Excel für S/4HANA verkauft. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ist letzten Endes ein Tool, was Ihnen erlaubt, in Gott weiß, welche Tabellen in Ihrem HANA-Umfeld zuzugreifen, diese Tabellen
sag ich mal, im PAPM, sag ich mal, zu verknüpfen. Das PAPM selbst persistiert nichts, das heißt, es ist eine reine FU. Und aus diesen Datenbeständen, die Sie sonst in Ihrem SAP-System haben, sag ich mal, neue Daten zu erzeugen, zu rechnen, wie gesagt, Dinge zu verknüpfen, die sie in verschiedenen Ecken des Systems haben, etc. pp. Um hier noch kurz durchzuspringen, wie könnte das im Umfeld ESG aussehen? Und deshalb sagte ich vorhin, das ist eigentlich sehr gut dafür geeignet. Man wird im ESG-Umfeld nicht ganz umhin kommen, aus verschiedenen Datenquellen Dinge zusammenzuziehen. Sie haben hier Financial Instruments Data, Sie haben auch Daten, die am Business Partner meinetwegen hängen, Sie haben dann Daten von Klimaszenarien, Daten von Emissionen. Es ist natürlich auch denkbar, dass so ein PAPM nicht nur auf der Kapitalanlageseite, sondern auch auf der Liability-Seite, auf der Versicherungsseite eingesetzt wird, um auch diese Daten zusammenzufassen. Und letzten Endes ist es ein ähnlicher Drei-Schritte-Prozess, wie wir es bei der EFA-Sicht, die wir vorhin hatten, schon gezeigt haben. Sie holen sich zunächst die Daten aus den verschiedenen Datenquellen zusammen, wie Sie es hier links sehen. Sie modellieren quasi, wie Sie mit den Daten umgehen wollen. Das ist natürlich eine Arbeit, die es gibt da zwar SAP liefert dann Business Content mit aus, aber der wäre wahrscheinlich dann anzupassen. Und arbeiten mit den Daten, fassen diese zusammen, halten sie gegen Benchmarks etc. pp. Um da letzten Endes, sag ich mal, wie soll ich sagen, einen validierbaren Datenstand zu erreichen, den man sich natürlich auch für die eigenen Assets anschauen kann und sagen kann, okay, an der Stelle passt das, wenn ich Rohdaten eben in tatsächliche Daten hier überführen will. Und ganz rechts habe ich natürlich auch eine Auswertungs- oder eine Schicht, die sich darum kümmert, die Daten quasi darzustellen. Zum einen eben in klassischen Reports, Dashboards etc. pp., aber auch in einem Ausgabeformat, dass ich das in welchen Formaten auch immer rausgebe, gegebenenfalls sogar in Meldeformaten. Das wird man dann sehen, welche Formate dann da anstehen. Hier nochmal zusammenfassend, wenn Sie da mehr Informationen brauchen, dann bitte gerne, geben wir gerne weiter an die Kolleginnen und Kollegen von Adveco, die Ihnen da mit Rat und Tat eben zur Seite stehen und auch das Tool sehr gerne auch mal vorführen werden. Jo, abschließend, wie sieht denn letzten Endes das aus, was wir Ihnen anbieten wollen im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Kapitalanlage? Ich meine, das System-Setup hatte ich Ihnen bereits kurz gezeigt. Der Ansatz ist eigentlich zu sagen, wir gucken in Ihre Systemumgebung und ergänzen Sie dort, wo es eben sinnvoll ist, gegebenenfalls eben auch mit dem Tool, wenn es SAP PAPM ist, wenn es dann über Adveco geht, oder auch mit einer eigenen kleinen Lösung. Und Sie können die Punkte hier lesen. Ich hatte es ja im Vorfeld erwähnt. Ich glaube, dass wir mit unserem Setup an Fähigkeiten hier ganz gut aufgestellt sind. Wir kennen die Module. Wir können Datenanbieter anbinden. Wir kennen letzten Endes oder kennen Adveco, dass die Ihnen auch bezüglich SAP PAPM helfen kann. Entwickeln oder erweitern Ihr System auch über Entwicklung, wenn Sie wollen. Und was uns natürlich auch weiterhilft oder Ihnen dann im übertragenen Sinn, wir sind relativ oder haben wir doch recht gut in der Branche vernetzt, sodass wir vielleicht auch so eine Art Best Practice in der Umsetzung hinbekommen können. Sie profitieren natürlich von dem Know-how, den wir aus der Arbeit für verschiedene Versicherer letzten Endes mitbringen. Gut, soweit die Präsentation. Ich hatte am Anfang gesagt, wenn Sie Fragen, wir haben noch knappe 3 Minuten, wenn Sie Fragen haben, gerne über das Fragenfenster stellen. Ich sehe, es gibt bereits 2 Fragen. Noch ein kleines bisschen größer machen. Eine Frage ist, wie sieht es denn aus? Ich hatte es kurz erwähnt mit Aktivitäten außerhalb der EU-Zone. Ja, es ist richtig. Wir bewegen uns hier heute vor allem im europäischen Umfeld. Europa ist gewissermaßen auch ein bisschen Vorreiter. Wir verfolgen aber auch Diskussionen. Also die Briten sind jetzt nicht so weit hinten dran. Da gibt es durchaus ähnliche Regeln. Und auch in den USA gibt es doch durch die SEC Anstrengungen, das Thema auch in die Berichterstattung einbauen zu lassen. Das wird vorangetrieben. In den USA, muss man dazu sagen, ist die Frage deutlich politischer als bei uns. Es gibt zum Beispiel einzelne Bundesstaaten, die solche Regularien aktiv ablehnen, weil sie sagen, es ist politisch bedingt und das tut in der Finanzberichterstattung schlicht und ergreifend nichts zur Sache.
Ich gehe mal davon aus, dass das aber international früher oder später sich durchsetzen wird. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, man hat bei der Entscheidung für die CSRD ja schon drüber gesprochen, dass man ja in den späten 20er Jahren eben auch Unternehmen hier mit aufnehmen will, die eben nicht in der EU liegen. Die zweite Frage geht letzten Endes in die gleiche Richtung, sehe ich hier, ob der Scope sich dann noch weiter vergrößert. Ja, ich hatte es gerade eben schon erwähnt. Es war auch vorhin ein Teil des Webinars in der CSRD. Vergrößert sich ja der Scope schon oder mit Wirkung der CSRD deutlich und zumindest gibt es Aussagen, dass man da nicht stehen bleiben will. Das sind aber Sachen, die jetzt halt nach 2025 liegen und die dementsprechend auch noch, sag ich mal, diskutiert werden. Ne? Es ist auch in Europa nicht ganz unpolitisch. Da kann es durchaus sein, dass es da nochmal Änderungen gibt, beziehungsweise was die Ausrichtung betrifft, dass man weitere Unternehmen dazu nehmen möchte oder eben nicht. Das steht, also ist noch lange in der Zukunft. Der Trend geht dahin, dass man eine sehr umfangreiche Berichterstattung letzten Endes abzufragen. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bleibt mir nur noch, damit ich nicht überziehe, nochmal meine Kontaktdaten hier auf den Bildschirm zu bringen. Wenn Ihnen im Nachhinein noch Fragen einfallen, bitte kontaktieren Sie uns oder mich einfach. Hier ist gerade noch eine Frage. Bleibt es nur bei Lagebericht, Anhang oder auch Bilanz? Ha. Ja, das, also momentan sind wir noch auf der Lagebericht Ebene und da wird es, denke ich, auch bleiben. Darüber hinaus, also der Trend ist schon, dass sich das immer weiter in die Berichterstattung, ich sag mal, reinfrisst. Und dass sich der ISSB damit beschäftigt, ist natürlich auch ein Indiz, dass man auch aus der Ecke, die sich grundsätzlich eher ums Rechnungswesen kümmert, darüber nachdenkt, wie man hier Inhalte einbindet. Wenn man diesem Trend folgt, wird es wahrscheinlich immer bedeutender werden. Also man kann sich ja auch, also jetzt ganz mal an die Zukunft gedacht, vorstellen, dass man gegebenenfalls nicht nur aus finanziellen Gründen für ein Asset ein Impairment darstellen muss, sondern eben vielleicht auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Ja, der Schritt ist ja nicht allzu groß. Ich muss ja heute nach IFRS 9, zumindest nach IFRS-Gesichtspunkten, prospektiv schauen, ob mein Asset auch in Zukunft noch so viel wert sein wird und muss da Risikovorsorge bilden. Das ist natürlich ein Punkt. Das Asset könnte ja auch an Wert verlieren, weil es eben weniger nachhaltig aufgestellt ist. Und da wird man sehen, ob man in dieser Tiefe auch noch in die Steuerung eingreift. Weiß nicht, ob das Ihre Frage soweit beantwortet hat. Also im Lagebericht bin ich quasi auf jeden Fall schon. Ja, wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen haben, bitte wenden Sie uns einfach an uns oder vielmehr an mich. Ansonsten bleibt mir nur, mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn wir das Thema auch gerne mal in einem bilateralen Gespräch vertiefen könnten. Es ist, denke ich, sehr interessant, noch lange nicht am Ende und man kann auch tunlichst über ganz grundsätzliche Dinge hier diskutieren. Wie gesagt, vielen Dank und haben Sie noch einen schönen Nachmittag.